Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten. Tausende von Schweizerinnen und Schweizer engagieren sich jedes Jahr für Menschen in Not. Viele spenden, andere packen selber tatkräftig mit an. Um das geht es in unserer heutigen Sendung «Helfende Hände». Grüezi und ganz herzlich willkommen, das ist das 500. Fenster zum Sonntag-Magazin. Wir stellen Ihnen heute Leute vor, die sich auf unterschiedliche Art und Weise für andere einsetzen. Im Speis und Gewand finden Menschen in Not nicht nur praktische Hilfe, sondern auch ein offenes Ohr. Der Unternehmer Rudi Hertig gibt Menschen mit Handicap eine Chance. Und der IT-Spezialist Oliver sorgt in Afrika dafür, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Der Oliver hat schon früh den Wunsch gehabt, sich mal im Ausland zu engagieren. Und das macht er heute auch. Er arbeitet für die Hilfsorganisation MEDER, wo er Kommunikationssystem installiert und am Laufen hält. Wir sind mit ihm in der Demokratischen Republik Kongo gewesen. Die Demokratische Republik Kongo in Zentralafrika. 55 Mal so groß wie die Schweiz. Im Osten des Landes, in der Nähe des Albazees, liegt Bunia. Von hier aus koordiniert die Schweizer Hilfsorganisation MEDER ihre Aufgaben im Land. Gerade angekommen ist der IT-Spezialist Oliver. In den nächsten Wochen wird er die lokale Informationstechnik überarbeiten und neue Internetzugänge installieren. Als ich zu Hause als Softwareentwickler gearbeitet habe, hat das nicht zu meinen täglichen Tätigkeiten gehört. Aber ab und zu macht es auch mal Spass, einfach mal bohren und mal buddeln. Das macht auch Spass. Im Garten wird bereits gegraben. Neue Leitungen werden gelegt, um das Gebäude hinter der Mauer mit einem Internetzugang auszustatten. Wir versuchen natürlich so viel wie möglich voraus zu planen. Und dann versuchen wir einfach, alles mitzunehmen, was man braucht. Klar vergisst man dann irgendwann mal etwas. Dann muss man natürlich auch flexibel sein und ja, kreativ sein, um Lösungen zu finden. Bis jetzt haben wir das System immer zum Laufen gekriegt. Das ist nur eine Frage der Zeit. Olivers Interesse für fremde Länder und Kulturen wird früh geweckt. Als Jugendlicher macht er mit Freunden aus seiner Kirche einen Hilfseinsatz in Kenia. Dort habe ich zuerst mal so eine Faszination bekommen, was es bedeuten kann, in einem interkulturellen Kontext zu arbeiten. Dann hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, während diesen zwei Wochen, ob ich nicht Zivildienst machen möchte in einem anderen Land. Und zwei Jahre später bin ich dann in Kambodscha und habe meinen Zivildienst dort geleistet. In Kambodscha gibt er sein IT-Wissen in einem Ausbildungszentrum weiter. Eine Erfahrung, die sein Leben verändert. Während diesem Jahr habe ich eigentlich gemerkt, dass ich längerfristig sicher so etwas machen werde. Was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass ich einfach noch mehr Wissen brauche, dass einfach noch Zeit ist, um in die Schweiz zu gehen, um mehr zu lernen, mehr Erfahrungen zu sammeln, bevor es dann wirklich Zeit ist, um im Ausland zu arbeiten. Er schließt die Ausbildung zum Softwareentwickler ab und sammelt Berufserfahrung. 2012 wechselt er in die Welt der humanitären Hilfe und wird IT-Manager bei MEDER. Ich bin stationiert in Nairobi und dann reise ich von Land zu Land in Afrika. Da ist Südsudan, Madagaskar, DR Kongo und Somalia. Und ich versuche, wenn ich in einem Land bin, nicht nur kurz dort zu sein, sondern dass ich mir auch Zeit nehme. Beispielsweise bin ich jetzt 6 Wochen hier im Kongo, dass man Zeit nehmen kann und die Infrastruktur aufbauen und die Leute ausbilden, dass nachher die Infrastruktur warten kann. Die IT-Assistentin Bienvenue schließt die neuen Geräte an. Währenddessen erreicht Oliver einen Notruf eines MEDER-Technikers aus der Nähe von Lausanne. Sie haben das Problem mit der Netzwerksoftware, um die installieren von einem Server im Hauptquartier. Und das habe ich vorher schon mal gemacht. Dort habe ich mich schnell eingeloggt im Server im Hauptquartier und habe das schnell installiert und habe ihm schnell zurückgeschrieben, dass es jetzt funktioniert.
Damit die Kommunikationssysteme wirklich funktionieren, müssen viele Hürden überwunden werden. Ein Beispiel: Strom von der Stadt gibt es nur wenige Stunden in der Woche. Da muss man einfach ein Selbstversorger sein. Da haben wir Generatoren, da haben wir Batteriesysteme, dass das überhaupt am Laufen gehalten werden kann. Dann gibt es natürlich Staub, der am Equipment nicht wirklich gut tut. Und dann gibt es auch hohe Temperaturen, Luftfeuchtigkeit. Da muss man immer einen Backup-Plan haben, wenn irgendetwas kaputt geht, dass man es ganz schnell auswechseln kann, dass die Leute weiterarbeiten können. Für das Computersystem in Bunia ist Bienvenue Tambola verantwortlich. Oliver hat neue Technologien mitgebracht und macht die Mutter von 6 Kindern damit vertraut. Für mich ist es wichtig, dass Oliver jetzt hier ist. Er hat neue Features installiert und mir gezeigt, wie es funktioniert, damit ich es bedienen kann, wenn er wieder in einem anderen Land ist. Übers Internet kann ich ihn aber immer erreichen, wenn ich Hilfe brauche oder Probleme auftreten. Mit seiner Arbeit schafft Oliver die Voraussetzung, damit seine Kollegen Hilfe organisieren und auf den Weg bringen können. In unserer modernen Welt ist Kommunikation lebenswichtig. Ohne unser E-Mail-System, ohne Internet wäre es nicht möglich, unsere Arbeit zu machen. Glücklicherweise haben wir ein funktionierendes System. Oliver bringt es gerade auf den neuesten Stand und wir sind sehr dankbar dafür. Morgens vor Arbeitsbeginn trifft man sich zu einer Andacht. Mich fasziniert es einfach, wie Kongolesen einfach anstehen können, ob jung oder alt, und einfach anfangen zu singen mit einer wunderschönen Stimme. Und es kommt so richtig aus dem Herzen und da braucht es keine Gitarre oder irgendein Instrument. Mit einem Chor dabei sein oder singen an sich, das gehört zu der Kultur dazu. Oliver ist im Thurgau aufgewachsen. Seit seiner Kindheit ist der Glaube ein wichtiger Teil seines Lebens. Ich weiß, wie viel das Jesus Christus mir gegeben hat, dass er für mich gestorben ist und dass er mich eigentlich zuerst geliebt hat. Und das ist meine Motivation für was auch immer, was ich mache. Ob ich in der Schweiz bin, ob ich mit Medien arbeite, ob ich hier im Kongo bin. Let us come before him with thanksgiving and exalt him with music and song. As it is written in this psalm, that we not just sing, but that we sing with joy and worship our Lord. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man sich auch Zeit für sich selber nimmt. Und wo auch immer das man ist, dass man die Zeit findet, wo man einfach ja, auf Gott hört, wo man sich mit seinem Wort auseinandersetzt und so auch aufdanken. Was für mich aber auch sehr wertvoll ist, dass man als Team, dass das unsere Motivation ist, dass man aus dem Glauben möchte, diesen Menschen, die möchten unterstützen und ihnen helfen. Und dass man sich so als Team kann unterstützen, auch im Glauben. Seife, ein Stück Stoff, um ein Neugeborenes darin einzuwickeln, und Verbandsmaterial kommen in die Päckchen, die für schwangere Frauen bestimmt sind. Am Nachmittag sollen sie verteilt werden. Oliver will dabei sein. Kaum ein Land hat ein so dünnes Straßennetz wie die Demokratische Republik Kongo. Selbst die wichtigsten Überlandstraßen sind unbefestigt und verfallen. Das Land leidet an den Folgen der Bürgerkriege, die 1996 begannen und ca. 5 Millionen Menschenleben forderten. Seit 2002 gilt ein Friedensabkommen, doch besonders hier im Ostkongo führen lokale Rebellengruppen die blutigen Konflikte weiter. Das Lager für Vertriebene in Lagabo. 6000 Menschen leben hier. Ihre Dörfer und Felder befinden sich meist im Umkreis von 20 Kilometern. Aus Angst vor den brutalen Überfällen der Rebellen sind sie hierher geflohen. Die Päckchen, die am Vormittag gepackt wurden, sind für die werdenden Mütter an diesem Ort bestimmt. Ich versuche mindestens einmal pro Station, wo ich bin, mal ins Feld rauszugehen und so ein Projekt zu sehen.
da denke ich, ist sehr wichtig, dass man sich dem bewusst ist, dass man nicht nur eine Arbeit macht, die irgendwo im Büro ist, sondern dass man weiß, dass es einen größeren Sinn hinter dieser Arbeit gibt. Und das ist eben auch gut, dass man es sieht. Schwester Francine ist Selbstvertriebene und kümmert sich um die schwangeren Frauen. MedAir unterstützt dieses Gesundheitszentrum mit Medikamenten und Weiterbildung der Pflegekräfte. Ohne MedAir würden uns die nötigen Medikamente und Hilfsmittel fehlen. Die Unterstützung ist lebenswichtig, sonst hätten wir bei Geburten und den alltäglichen Erkrankungen große Verluste. MedAir wurde 1989 in der Schweiz gegründet und hilft weltweit mit Nothilfe und Wiederaufbau in entlegenen Krisenregionen. Seit 1997 auch hier im Ostkongo. Ich finde es immer eine riesige Motivation, rauszugehen an die Orte, wo man wirklich zu den Menschen kommt. Und die Menschen, die unsere Hilfe bekommen, das ist einfach eine Motivation für mich, um mal aus dem Büro rauszukommen und einfach zu sehen, was wir machen. Und auch die Hoffnung können sehen, wo man diesen Menschen können bringen und geben. Und ich finde es immer super. Im Gesundheitszentrum kommen pro Monat ca. 20 Kinder zur Welt. Behandlung und Medikamente sind kostenlos. Dankbar nehmen die Frauen das Geschenkpäckchen an. Viele Menschen harren schon ein ganzes Jahr im Lager aus und hoffen darauf, dass sie bald wieder in ihre Häuser zurückkehren können. Drei Autostunden von Bunia entfernt liegt das kleine Dorf Makayanga. Hier unterstützt MedAir ein staatliches Gesundheitszentrum. Jeden Tag kommen neue Vertriebene ins Dorf. Die Menschen leiden unter Infektionen, Malaria, Atemwegs- und Durchfallerkrankungen. Beim Anblick der Papierberge denkt Oliver über effizientere Lösungen nach. Momentan ist Datensammlung im Feld draussen, passiert das viel auf Papier. Da sind wir am daran arbeiten, dass wir da neue Projekte haben können, dass man unter Umständen mit einem Tablet oder mit einem Smartphone die Daten eingeben kann und dann die automatisch transferieren kann und dann so die Daten auswerten kann. Das ist noch ein weiter Weg, aber wir sind dran am Arbeiten. Während Oliver Patienten besucht, kommt ein Vertreter der Gesundheitsbehörde. Er zeigt sich dankbar für die Zusammenarbeit. Vieles wird hier von MedAir finanziert. Auch die Behandlung der Vertriebenen, die sich in schwierigen Lebensumständen wiederfinden. Die Regierung kann die medizinische Versorgung nicht sichern. Aber MedAir hilft diesen Menschen gratis. Zurück in Bunia. Für die internationalen Fachkräfte gibt es ein Teamhaus. Zurzeit wohnt auch Oliver hier. Es ist sicher herausfordernd, von einem Ort zum anderen zu gehen und auch nicht wirklich so ein Zuhause zu haben. Es hilft sehr, dass viele Mitarbeiter von MedAir, dass ich die schon kenne und dass da so eine gewisse Beziehung schon rum ist. Und das Team selber unterstützt einen relativ stark und das hilft. Es gibt auch Zeiten, wo man einfach mal Hause anruft, mit Freunden von Hause redet, wo auch gut ist. Und dass man sich aber auch Zeit für sich selber nimmt. Das ist nicht leicht. Er ist nur wenige Wochen an einem Standort und hat immer genug zu tun. Es gibt sicher eine Zeit, wo man am Morgen anfängt und eine Zeit, wo theoretisch am Abend aufhört. Und man versucht schon, dass man so in den geregelten Arbeitszeiten auch ein bisschen drin ist, dass man nicht auch ausbrennt. Es gibt auch Notfälle, wo man einen Rapport schicken muss und dann unter Umständen geht das Internet nicht. Und bei so einem Notfall muss man einfach das Team unterstützen und schauen, dass das Internet wieder läuft, dass der schicken kann. Nur noch wenige Tage wird Oliver in Bunia sein. Dann geht es weiter zu einer Außenstation. Für heute steht noch die Reinigung einiger Laptops an. Sehr wichtig ist es, dass alles, was wir machen im IT-Bereich, dass das auch nachhaltig ist. Nicht sobald ich gehe, dass alles zusammengeht, das hilft niemandem etwas, sondern das kann nachhaltig sein. Und für das braucht man einfach auch jemanden, der das System wartet und am Laufen hält.
Oliver hat Bienvenu mit seiner Leidenschaft für Computer und Technik anstecken können. Wie lange er noch in Afrika unterwegs ist, weiß er nicht. Im Leben gibt es immer so gewisse Abschnitte. Für mich war es ein Abschnitt in der Schweiz, können bei einer Softwarebude zu arbeiten. Und das war sehr, sehr gut. Und jetzt ist ein Abschnitt, dass ich mit Media arbeite. Und der kommt irgendwann mal zu einem Ende und dann kommt etwas Neues. Aber momentan bin ich am richtigen Ort. Und ich denke, es gibt auch noch etwas, wo ich wirklich auch weitergehen kann in der Position, in der ich bin. Aus Afrika wieder zurück in die Schweiz. Wer eine Behinderung hat, krank ist oder einen Unfall hat, hat es oft schwer, sich in die Arbeitswelt wieder zu integrieren. Und wer keinen Job hat, der geht schnell einmal durchs soziale Netz. Das hat auch der Rudi Hertig beobachtet. Darum gibt er Menschen mit einem Handicap eine Chance. Ich bin kein Wohltäter. Ein Wohltäter ist ein Mensch, der am anderen einfach wohl tut, ohne dass der andere eine Leistung bringen muss. Ich möchte mit meinen Mitarbeitern Geld verdienen. Und ich möchte, dass meine Mitarbeiter Geld verdienen können bei mir, und zwar gut können verdienen. Ist das richtig? Seit 33 Jahren ist der Unternehmer Rudi Hertig selbstständig. In seinem Betrieb sind von 13 Mitarbeitern 6 mit einem Handicap unterwegs. Natürlich ist es so, dass wenn du Menschen mit einem Handicap hast, dass es einen gewissen Mehraufwand braucht. Das ist nicht wegzusprechen, das ist so. Aber der lohnt sich für mich und für die Menschen. Ein gewisses Handicap hat ja jeder Mensch auf dieser Welt. Ich war relativ ein schlechter Schüler, vor allem im Deutsch. Und so kann ich auch bis heute spüren, was es bedeutet, schwach zu sein. Aber dann dürfen erleben, hey, ich habe etwas gefunden, wo ich aufblühen kann, wo ich gut bin drin. Und das kann ich entwickeln. Der Angestellte Peter wurde durch einen Arbeitsunfall arbeitsunfähig. Ihm wurde nur eine IV-Rente von 62% zugesichert. Eine Umschulung erhielt er nicht. Nach dem Unfall, den ich hatte, konnte ich nachher nichts mehr Schweres lupfen. Es hat mir einfach Kraft gefehlt und ich war gezwungen, etwas anderes zu suchen. Mit 58 ist das gar nicht so einfach. Aber der Hertiger Rudi hat mir angeboten, ich könne bei ihm im Büro arbeiten, damit ich gleich noch einen Verdienst habe, dass man über die Runde kommt. Seit ich hier arbeite, geht es mir wieder sehr, sehr gut. Und ich fühle mich wieder richtig integriert im Alltagsleben mit den Mitmenschen. Im Januar 2014 hat Rudi Hertig den TIS-Preis gewonnen. Eine Auszeichnung für Unternehmer, die Stellen für Menschen mit Handicap schaffen. Verliehen wird dieser Preis von einem Verein, der sich um Matthias Wittmer formiert. TIS wurde mit einer zerebralen Lähmung geboren. Trotz seines Handicaps erhielt er die Chance zu arbeiten und sich so als wertvoller Teil der Gesellschaft zu fühlen. Um die Wichtigkeit der Integration von Menschen mit Handicap zu betonen, wird der Preis jährlich vergeben. Bei der Preisverleihung wurde das gesamte Team Hertig geehrt. Wir haben sehr viele Reaktionen bekommen. Ja. Es ist sicher ein Genugtuung, dass jemand die Leistung oder das, was man gemacht hat für die Menschen, anerkennt. Dass das wertgeschätzt wird. Magdalena Hertig arbeitet auch in der Firma mit und unterstützt ihren Mann schon seit Jahren tatkräftig. Der Rudi hat ein grosses Herz. Man merkt das vielleicht nicht gerade, aber das kommt zum Ausdruck mit dem, wie er lebt. Und wenn er bei Menschen ein Potenzial sieht, dann wird er ihnen einfach eine Chance geben. Ich darf so das Christsein leben, auf eine ganz natürliche Art. Ich darf Menschen mitnehmen, dort, wo sie wollen, aber ihnen auch die Freiheit geben, dort, wo sie nicht wollen. Das Engagement von Rudi Hertig kommt auch Remo zugute. Remo bezog wegen einer psychischen Erkrankung während 13 Jahren 100% IV-Rente. Heute arbeitet er als Elektromonteur. Ich hatte ja 100%ige IV und am Anfang habe ich es natürlich schön gefunden. Oder? Mit der Zeit hat man gedacht, oh, ja, es ist schon ein bisschen happig. Man kann sich nicht viel leisten. Und
habe mich auch geschämt. Als ich nachher die IV nicht mehr hatte, hatte ich zuerst ein bisschen Mühe, geht das oder geht das nicht. Und schlussendlich bin ich auch irgendwie stolz nach so langer Zeit. Remos Frau ist momentan im Spital. Da kann der dreifache Vater jede Hilfe brauchen. Da meine Frau schon einen Monat weg ist, bin ich als Mami und der Papi quasi daheim. Und am Anfang hatte ich gerade auch ein bisschen Stress, eben arbeiten und schauen, was machen mit den Kindern, dazu noch kochen und alles. Dann hat mir Rudi angeboten, bin ich den Kollegen, der jetzt gerade nicht arbeitet im Hertig, zu mir raufgekommen. 11 Uhr oben sind, zum Mittag kochen. Ich komme heim und die Kinder sind auch schon verpflegt, also mit dem Mittag. Ich arbeite eigentlich auch beim Rudi als Elektromonteur. Ich kann aber gesundheitlich momentan nicht arbeiten. Was ist das? Weil wir gute Kollegen sind. Wir schauen einander, also wir können unterstützen, wie es geht. Und jetzt in dieser speziellen Situation mit dem Fuß, den ich habe, kann ich gleich hier kochen. Ob ich jetzt zuhause kochen oder etwas hier machen, kommt eigentlich nicht darauf an. Das ist für mich zusätzlich auch gerade eine Ablenkung. Magdalena Hertig ist auch auf dem Weg zu Remo. Sie übernimmt die amtlich vorgeschriebene Familienberatung und betreut die Familie auf freundschaftlicher Basis. Hallo. So eine amtliche Familienbegleitung ist sehr teuer. Und wenn jemand in der Not ist, dann besprechen wir das einfach. Was könnten wir machen? Wie könnten wir es machen? Zum Schöpfen. Ja. Wir sind halt in der Firma wie Familie. Wir kennen einander und freuen uns auch miteinander und leiden auch miteinander, wenn es jemand schwer hat. Das gehört zu uns. Der Remo hat es geschafft. Er ist jetzt das dritte Jahr komplett frei von der IV. Und das freut mich. Rein auch als Unternehmer freut mich das, weil ich habe einen wunderbaren Mitarbeiter, einen kompetenten Mitarbeiter. Aber es freut mich auch als Unternehmer für die Nation. Das spart uns ein paar Millionen bis ans Ende des Lebens von Remo. Und das erfüllt einem doch auch mit einem Wohltun, wo geschrieben sind. Aber ich habe jetzt das noch schwarz gemacht. Ja. Ja, das kommt darauf an, wie manchmal entstehen Sachen durch eine spontane Idee. So war es auch in Auftrigen. Ein paar Frauen fällt auf, dass es in ihrem Dorf immer mehr Menschen gibt, die jeden Rappen zweimal kehren müssen. Dieser Not haben sie begegnen und darum haben sie Speis und Gewand ins Leben gerufen. Andrang vor dem Speis und Gewand in Auftringen. Zweimal in der Woche gibt es hier gratis Lebensmittel, Kleidung und Spielsachen. Die Zahl der Menschen, die von Armut betroffen sind, steigt stetig. Man sieht die Armut nicht so wie in einem Drittweltland. Es ist sehr versteckt. Aber durch Schicksalsschläge wie Unfall, Krankheit, Scheidung ist man ganz schnell in dieser Armutsfalle. Wer in einer Notlage ist, findet im Spieß und Gewand ein offenes Ohr und rasche Hilfe. Nach einigen Abklärungen erhalten die Besucher eine Bezugskarte, mit der sie Waren beziehen können. Etwa 100 Personen nutzen das jede Woche. Ich bin vor allem sehr froh wegen der Kleider. Ja, für mich und für die Tochter, die man hier beziehen kann. Weil mit meinem Einkommen wäre es schwer, immer neue Kleider zu kaufen. Und so ist es natürlich eine riesen Entlastung. Hinter den Kulissen arbeiten viele fleißige Hände, damit die Regale gefüllt sind. Spenden werden gerne angenommen. Das Sortieren und Aufbereiten der Ware erfordert Arbeit und Engagement. Es ist cool, hier zu arbeiten, weil man viele Beziehungen aufbauen und knüpfen kann. Weil die Leute, die hierher kommen, die sehen ich eigentlich alle Wochen und finden die Leben oder die Geschichten sehr spannend. Sie sind natürlich auch nicht zum Teil. Und das ist auch der Grund, wieso ich hier am Montag kommen kann mithelfen. Es ist einfach schön, wenn man sieht, wie die Leute, die eben wirklich oft in Not sind, die Dankbarkeit, die sie dann ausstrahlen. 25 ehrenamtliche Helfer packen im Spieß und Gewand mit an. Manche spontane Reaktion freut die Mitarbeiterinnen ganz besonders. Jetzt haben sie gerade das Rechte bekommen.
Das ist eigentlich das Schönste, oder, wenn sie einfach gerade zurecht überkommen. Die Bistro-Ecke lädt zum Verweilen ein. Es gibt Kaffee und etwas zu essen. Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir sind einfach da und verschenken unsere Zeit und versuchen, ob die Menschen eben auch die nächste Liebe praktisch erfahrbar zu machen. Mit den Lebensmitteln und mit den Kleiderabgaben, mit den Materiellen, ist es eine Art wie eine Pflästerli-Politik. Dass man hier eher auch ein bisschen an den Wurzeln anpacken von den Problemen. Mit Beratung, mit Helfen von Ausfüllen von Formularen. Unser Formularkrieg ist extrem in der Schweiz. Ja, und begleiten auch auf Ämtern, an Beratungsstellen andere. Also das Vernetzen ist immer sehr wichtig. Ich komme jeden Montag und Donnerstag komme ich auch hierher. Dass ich einfach eine Tagesstruktur habe. Dass ich mit diesen Leuten reden kann. Und sie können mir auch helfen, wenn etwas ist, oder? Und wenn es einem nicht gut geht, dann haben wir auch manchmal beten, weil es ja in christliche Einrichtung ist, oder? Und dann ja, finde ich also sehr gute Sachen. Die Idee für Spieß und Gewand hatten einige Frauen aus der reformierten Kirche aufdringen. Jesus ist ja eigentlich auch zu der Anständigen gegangen. Das war uns etwas Wichtiges. Und wir haben auch das Gefühl, dass nicht alle heute die gleichen sozialen Chancen haben. Und darum haben wir gefunden, wir wollen wie er davon teilen und weitergeben. Also wir haben klein angefangen mit wenig finanziellen Mitteln und in einer Garage gestartet. Und es ist einfach gewachsen, weil das Bedürfnis der Leute da war. Das war vor 9 Jahren. Möglich wurde das Projekt, weil sich Menschen für Menschen engagieren. Firmen, Organisationen, vor allem aber Privatpersonen. Ich finde die gute Idee, dass man Sachen kann bringen kann, wenn ich selber eben auch bringe. Ich nehme da und bringe aber wieder. Es macht mir selber Spass, wenn andere Leute, wenn ich sehe, dass andere Leute meine Sachen haben, die ich gebraucht habe. Ich finde das eine sehr gute Idee. Die helfenden Hände sind eigentlich auch das Team, das hier ist, vorderhand, man sieht es gerade. Aber ganz wichtig sind uns auch die Leute, die wahr bringen, die ohne die könnten wir gar nicht leben, weil wir geben ja einfach das weiter, was wir ja überkommen. Und jetzt setzt noch Früchte. Ja, nein, ja, nehme ich da ein bisschen drüber. Manchmal braucht es gar nicht so viel, dass aus einer guten Idee helfende Hände werden. Wenn auch Sie Lust bekommen haben, selber aktiv zu werden, dann empfehle ich Ihnen unsere Website sonntag.ch. Dort finden Sie Informationen über die vorgestellten Personen und Projekte. 4-mal im Jahr erscheint unsere Programmzeitschrift «Schaufenster». Wenn Sie schon jetzt möchten wissen, was im neuen Jahr für Themen anstehen, dann schreiben Sie uns. Wir schicken sie Ihnen gerne kostenlos zu. In einer Woche hat Rudi Josuran den Brigadier Marcel Fantoni zu Gast. Und in 2 Wochen erfahren Sie bei mir, was hinter dem weltbekannten Song «Amazing Grace» für eine Geschichte steckt. Merci, sind Sie dabei gewesen. Geniessen Sie den Advent und bis gleich. Ade miteinander. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten.